Bock. Wahrscheinlich hast du es aber selber gelesen und jetzt? So, ich muss mal kurz die Vorschau richtig aufmachen. Und irgendwie buggt das gerade. Yes, excellent. Ich bin krank, ich kann Max sein Streamer und White People happy, ja. Nice, so muss das sein. Feels good, man. Pepo happy. Ich hoffe, du bist nicht krank, weil du Pepo Pupu machen musst. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, warum ich immer noch diesen Kack-Avira-Kram drauf habe auf dem zweiten Rechner. Gut, ich weiß, weil ich es damals installiert habe. Verursacht das Ding gerade 7% CPU-Last und ich weiß nicht warum. Es braucht einfach wahrscheinlich Kryptominer activated. War das nicht so, dass in Avira jetzt ein Kryptominer drin ist? Keck, wait. Es war nicht Bitcoin, es war. Was war es denn? Es war, glaube ich, nicht Bitcoin. Oder doch? Ich weiß nicht. Macht es jetzt aus? Ethereum, ja, kann sein. Meine Avira-Inbox sagt ganz wichtig, ich muss da unbedingt reingucken. Hast du Urlaub? Nein, hab ich nicht. Ich arbeite montags doch nie. Welcome to new Avira Inbox. Was ist das schon wieder für ein Shit? Alter. Kann mich mein Virenscanner einfach in Ruhe. Ich deinstalliere das jetzt. Das wird jetzt einfach deinstalliert. Fertig. Aus. Remove. Weg mit dem Scheiß. Avira. Uninstall. Hoffentlich lässt sich's uninstallen. Darf man Videovorschläge? Ja, kannst du machen, aber wir gucken heute keine Videos. Ups. Erstmal schön ins Mikrofon gehustet. Zum Glück ist sie ansteckend. Jetzt braucht Avira einen kompletten CPU-Kern fürs Updaten. Alter, das wird ja immer beschissener. Shit. Ah, ich lasse es jetzt laufen. Also, Leute, passt mal auf. Heute wird's richtig High IQ. Wir gucken uns Unraid an. Weil das der Chat schon mir seit, keine Ahnung, 3 Jahren erzählt, Max, musst dir unbedingt mal Unraid angucken. Und ich hab's mir auch in der VM schon mal ganz kurz angeguckt. Das heißt, ich habe schon USB-Stick fertig. Und ich wollte es heute eigentlich komplett mit euch machen von Anfang an. Mache ich im Endeffekt auch, aber ich habe keinen zweiten USB-Stick und ich habe Angst, dass ich meine Trial Period resettet, wenn ich den gleichen USB-Stick und nochmal formatiere. Ach so, wo hast du das her? Galileo oder? Und wie viel ist das in Fußballfeldern? Oder in Warzone-Installationen? Aber danke für den Sub, der Eichler. Leute, ich brauche einen gescheiten USB-Stick. Ich habe nur Müll. Ich habe nur Müll. Sagt mir mal einen gescheiten USB-Stick. Was für einen USB-Stick soll ich mir kaufen dafür? Also ich brauche generell ordentliche USB-Sticks. Ich habe den letzten räudigen USB-Stick hier. Den letzten, den ich gefunden habe dafür. Ich habe kaum noch USB-Sticks. Die Sache ist die, ich verwende auch keine USB-Sticks mehr. Ich mache genau. Ich nehme einfach SSDs mit USB zu SATA zu USB. Total einfach. Das Problem ist nur, Unraid möchte unbedingt ein USB-Stick mit weltweit Unique-Nummer für den Lizenz-Key. Das heißt, ich muss einen USB-Stick nehmen. Und ich habe wirklich den allerletzten USB-Stick irgendwo rausgefischt, den ich gefunden habe. Einen SanDisk, eine Kingston 16G USB 2.0 habe ich rausgefischt. USB-Platten und sowas habe ich mehr als genug da, aber das reicht ja alleine nicht. Das heißt, und ich sollte mir eh mal wieder ein paar USB-Sticks kaufen. Einfach ein paar halbwegs gescheite USB-Sticks. So ein Fünferpack USB-Sticks, die was taugen irgendwie. Weil das braucht man immer mal.
Ja, das Ding hier wird mega heiß. Das soll angeblich nichts taugen. Leute, sagt mir einen guten USB-Stick. Wie macht man das mit Lizenz? Das ist wohl irgendwie an die ID vom USB-Stick gebunden. Hier, taugt der? $128, 13 Euro. Kauf mir das Ding jetzt einfach. Ja, normalerweise, wie gesagt, USB SATA, aber gibt's halt gerade nicht. So, Leute, soll ich euch mal die Hardware zeigen, auf der wir das ausprobieren? Guck mal. Ich habe extra für euch. Wir machen heute nichts in der VM, wir machen das heute wirklich mit echter Hardware. Ich habe meine alte Xeon D-Kiste wieder ausgebuddelt. Alte Xeon D-Kiste ist alles übrigens nur vom feinsten Noctua-Lüfter. Wahrscheinlich waren die Lüfter so teuer wie das Mainboard oder so. Würdest du Android auf so einem Low-Power-Intel-Board laufen lassen? Klar, warum nicht? Ja, dann sagt mir einen anderen gescheiten USB-Stick. Ich brauche irgendeinen ordentlichen USB-Stick. Was soll ich nehmen? Socken-Leak. Was? Stimmt, Socken-Leak, tatsächlich. So, und C. Großer C-Leak. Daumen-Leak. Eieiei, was hier wieder alles geleakt wird. Nee, heute machen wir nicht Darkreisel Grind PvP. Vielleicht heute Abend wieder. So, also. Das ist eine alte Xeon D-Kiste, die ich habe. Das ist ein 8-Kern Xeon D. Frag mich nicht genau welcher. Noctua-Lüfter, einfach nur weil es geht. Ein SAS-Controller onboard. Ein Wechselrahmen mit 2x10 Terabyte USB. 2x10 Terabyte HDD. Was? USB. Schwachsinn. Ja. Das Mainboard kostet ungefähr 1000 Euro gekostet. Das war mit 2 10G Anschlüssen und 8 Core SoC. Also da habe ich tatsächlich diesmal echt Kohle für ausgegeben und das ist ziemlich gut. Aber maßlos Overkill. Aber ich habe gedacht, für diesen Versuch buddeln wir das einfach mal wieder aus. Ist das eine Nextcloud-Alternative? Nein. Das ist hauptsächlich ein Storage-System, allerdings mit jede Menge Zeug dabei. Man kann das wahrscheinlich am ehesten mit so einem Synology zum Selbstinstallieren vergleichen. Was der an Watt zieht, es geht. Ich weiß es gar nicht. Können wir ausprobieren? Wartet mal, das können wir tatsächlich ausprobieren. Wo habe ich denn mein... Wo ist der Watt-Champ? Ich weiß nicht, wo ich es hingeschmissen habe. Mist, Leute, ich weiß nicht, wo ich es hingeschmissen habe. Ich hatte hier so ein Messgerät, was man einfach so inline anschließt. Aber ich grabbel mal kurz hier unter den Tisch, ob ich das hier irgendwo hingeschmissen habe. Ich habe nämlich aufgeräumt und seitdem finde ich nichts mehr. Cack, wait. Nee, hier ist nix. Okay, keine Ahnung. So, der taugt, oder wie? Nice, kaufe ich mir dann. Ja. Wo hab ich denn? Wir gucken wirklich mal. Ich glaube so 30 Watt oder so. Idle. Wo hab ich mein Strommesszwischenstecker hin? Das kann nicht weit sein. Ich habe letztens hier erst alles abgebaut. Wo hab ich den hin? Ich sehe ihn jetzt auch nicht. Würde mich nämlich selbst mal interessieren, was das zieht. Irgendwie idle, irgendwie 30 Watt idle oder so. Das ist nicht das stromsparendste. Oder 20, 25 Watt. Moment, Leute, ich muss mal kurz aufstehen und in der Kiste graben. Ich habe alles in meine Kiste
habe ich das? Ich hab gerade meine fucking PS3 gefunden, aber nicht den Zwischenstecker. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich den Zwischenstecker hin habe. Ich finde ihn jetzt auf die Stelle nicht. Ich habe mir extra zwei geholt, weil... Ah, ich weiß. Moment, hinten im Raum, glaube ich. Okay, Leute, keine Ahnung, wo der Zwischenstecker ist. Ich kann euch also nicht sagen, was das für einen Stromverbrauch hat. Ich habe extra aufgeräumt, was heißt aufgeräumt? Ich habe alles, was ich behalten will, in eine große Kiste geschmissen und habe gesagt, hey, sortiere ich dann später. Und später ist noch nicht eingetreten bis jetzt. So, ich bin gerade richtig durchs Zimmer geflitzt. Okay, also, wo sind wir stehen geblieben? Aus der Puste-Champ, ja. Pause-Champ. Nee, so viel ist das nicht. Das ist relativ sparsam, der Kram. So, darauf installieren wir heute Unraid. Was heißt installieren? Wir machen USB-Stick rein. Und dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Also. VM an. Boost League, ja. Also ich zeige euch mal kurz, was das für ein Board ist. Testest du noch... Oh, nee, Open Media Vault mag ich nicht. TrueNAS könnte man tatsächlich darauf nochmal ausprobieren. Ja, das ist... TrueNAS könnten wir tatsächlich noch ausprobieren. Open Media Vault hat mir nicht so gefallen. Es sei denn, das hat mittlerweile eine neue Oberfläche und sieht nicht mehr so... Also, mir ist die Optik ja eigentlich erstmal relativ wurscht. Aber mir hat es auch von der Bedienbarkeit und der Logik her nicht sonderlich gut gefallen. Nee. Thirdfield, danke für den Sub. So, erstmal den ganzen Krempel hier wieder zumachen, den wir hier noch offen haben. Und bei der Gelegenheit, wir machen gerade mal ein Update. Yes. Arch, by the way, Arch Linux. Man muss das bei ich habe gehört, man muss das bei jeder Gelegenheit, wenn das irgendwo erwähnt, also wo das, wenn das irgendwo angezeigt, muss man erwähnen, dass man Arch Linux verwendet. Und dann die Diskussion natürlich starten, dass Manjaro kein richtiges Arch Linux ist. Was ist Unraid? So eine Art Synology-Kram zum selbst installieren. Das ist anscheinend das am ehesten, wie man das... Ich habe es ja selbst noch nicht ausprobiert. Das Einzige, was ich gemacht habe, eine VM gebootet damit. So. Du hast 30 Terabyte Speicher. Ich habe gerade 20 T Platten drinne, weil mir aufgefallen ist, dass da einfach noch 210 Terabyte Platten drin stecken. Die haben einfach noch im Server drin gesteckt. Für nichts. Die waren einfach noch da. So. So, ich werde das Ding mal kurz einschalten. Leute, ich schalte das mal kurz ein. Und dann müssen wir uns gucken, ob ich es irgendwie noch hinkriege, mich über das Management-Interface von dem Server zu verbinden. So, eingeschaltet ist. Und jetzt gucken wir mal. Was speichert ihr alles? Ich speichere Gameplay-Recordings und Backups zum größten Teil.
So, gleich müssen wir die VM rebooten, weil Update, Kernel Update erstmal Reboot. Schauen wir mal, ob der Server schon ansprechbar ist. Es müsste, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, müsste das Management Interface 192.168.25. Ach, guck mal, wir waren da so. Leute, wir waren da sogar schon mal drauf. Irgendwann, in irgendeinem Stream. Aber anscheinend ist das Management-Interface noch nicht gebootet, okay. But why? Mal pingen. Ping Champ. Ich zeige euch gleich, was das ist angeblich. Das ist doch da. Ist das irgendeine Firefox-Geschichte, dass das nicht funktioniert? Gucken wir mal, ob es im Chrome, weil Zertifikat hat es bestimmt kein gültiges. Nope. Okay, wir warten noch eine Weile, bis es gebootet ist. Ich bin mal eh gespannt, wie wir da drauf kommen. Das braucht irgendeine uralt Java-Version. Wir haben Xpenology mal drauf. Wir haben Xpenology mal im Stream gemacht? Wirklich? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ist ein SSL-Error? Ja, SSL-Error zeigt der Browser auch an, wenn du HTTPS machst und es antwortet nichts. Das ist auch ein SSL-Error. Ja, wirklich mal Synology? Xpenology drauf installieren? Okay. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber okay. Dann wisst ihr bestimmt auch noch, welche Java-Version ich gebraucht habe für das Webinterface, oder? Dann wie oft wird Postman eigentlich geupdatet? Das ist ein stinknormaler REST-Client. Braucht der wirklich alle 3 Tage Updates? Ich sag euch, das ist einfach noch nicht richtig gebootet. Das BMC braucht wahrscheinlich ewig. So, gut. Reboot. Bam. Können wir anfangen. Gibt es eine andere Java-Version als 8? Ja. Ich glaube, die sind bei Java 17 oder so, 19 mittlerweile. Die haben ja die Benamung umgestellt. Früher war das ja immer 1.6, 1.7 und so. Und jetzt ist es 17 und die ist zum ersten Mal nicht mehr 1.7, sondern direkt 17. Und ach, was auch immer Oracle da treibt, das versuche ich gar nicht nachzuvollziehen. So. 1 und 2, 1, 6, 8, 2, Punkt, 2, 5, 3. Haha, siehst du, der hat gebootet. Oder auch nicht. Okay, Chrome. Vielleicht geht's im Chrome. Ah, yes, im Chrome funktioniert's, alles klar. Warum auch immer. Nein, wir wollen uns verbinden mit... Oh, scheiße, Mann. So wie ich mich kenne, ist es Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fuck. Okay, S-Rock. Manual. Ich muss gucken, was es für ein Standard-User ist. S-Rock, Rack. SFP Plus Mainboards, wo gibt's denn da eine Übersicht? Das könnte es tatsächlich sein. Das könnte tatsächlich das Mainboard sein, was ich habe. 2 SFP Plus. Das ist durchaus möglich, dass das das Mainboard ist. So, Manual. IPME Config Guide, User Manual. Ja, okay, hier, Global. Ich muss wissen, was es für ein Passwort ist. Server Workstation. Die S-Rock-Dinger sehen immer so hässlich aus, die Handbücher. So, Login-Page. Okay.
Default User and Password are both admin. Boffs. Boffs admin. Aber falsch. Forgot Password. Das geht einfach so? Moment, die haben allen Ernstes eine Reset-Funktion über E-Mail in einem BMP? Hä? Was machen die China-Chinesen da wieder? Okay, lass mal in mich gehen. Was habe ich denn für Passwörter zur damaligen Zeit verwendet? Das da vielleicht? Ha? Ha? Eis. Easy. Easy. Easy as a fuck. Easy as a fuck. Easy. Easy. Kroger. Easy as a fuck. Gut. Never. Da, safe. Doch, wir safen das, weil das nächste Mal weiß ich es wieder nicht. Okay, also. Was ist das denn für ein Board? Ah ja, sehr interessant. Product Name nicht vorhanden. Serial Number nicht vorhanden. Part Number nicht vorhanden. Es wurde hergestellt 2012. Ja, super. Wobei 1. Januar 2012, das sieht mir eher aus, als stimmt die Batterie nicht. Server Health. Sensor Readings. Gib mir. Okay. Und wie komme ich jetzt auf das Remote Interface drauf vom Server? Launch. Was? Was ist das denn? Failed. But why? Failed. Okay, doch mal mit Firefox probieren. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Im Firefox geht die Seite... Oh, doch. Dark Theme. Das Dark Theme hat's kaputt gemacht. Einmal reloaden. Prevent Pop-Up. Ja, ja. Ich erlaube Pop-Ups. Okay. Save. Launch. Wine Browser. Nein. JNLP. JNLP. No, God! No, God, please, no! 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 Ist das jetzt denen ihren Ernst, ja? Ha, vielleicht gibt's... Ich hab ne Idee, vielleicht gibt's Firmware-Updates für... Die Sache ist nur die, ich bin mir nicht sicher, ob es original dieses Board hier ist, aber ich glaube schon. Erkennt man das vielleicht auf einem Foto, was das für ein Board ist? Ah, guck mal da! Was steht da, Leute? Was steht da? Was steht da? Chat? 41DJU? Zack, wir müssen das drehen. Safe Image, jawohl. Wie kann man in Windows Sachen drehen? Edit Fotos? Rotate. Ja. Zeig, was steht da? 20? Irgendwas mit 2O hinten. Irgendwas 2O. Okay, das ist 2O8R. Das wird dieses Board sein. 2O8R. Ja gut, Leute, ich meine, ich kann einfach den Deckel hochmachen und reingucken, ne? Das ist wahrscheinlich die einfachere Variante. 2
O8R, korrekt. Okay, das ist das richtige Board. Gibt es Firmware-Updates, dass der Java-Shit wegkommt? BIOS, BMC. Please read information below before update. Was haben wir denn überhaupt für eine BIOS-Version? Februar 2016, ist also einfach mal 6 Jahre alt. Firmware Revision 013. BIOS-Update, BMC-Update brauchen wir. BIOS-Update ist mir ziemlich wurscht. Wir müssen ein BMC-Update machen. Das ist Version 16 und das hier ist Version 13. Improved, hier, guck mal. Improved JViewer Function and Java Compatibility. Improved Battery Lifetime Improved durch den Firmware-Update. Nicht schlecht. Okay, wir machen jetzt mal ein... Wir machen jetzt mal einen BMC-Update. Das habe ich noch nie gemacht auf dem Ding. Wie macht man jetzt hier einen BMC-Update? Firmware-Update? Ja, ja, preserve my configuration, das ist nicht verkehrt. Ey, wie funktioniert das? Nicht, dass es danach nicht mehr erreichbar ist per... Gibt's da Infos dazu, wie das geht? Hier, guck mal. How to update. Was? How... How to update BMC. Maintenance Firmware Update. Choose File. Moment, das sieht ganz anders aus bei mir. Was? What the fuck? Wie mache ich hier ein Firmware-Update? Was ist das? Wie funktioniert das überhaupt? Ich glaube, meine Version ist Jahrhunderte älter. Ja, sieht so aus. Firmware-Update. Ich kann meine Firma ja nicht mal hochladen. Okay. BMC-Update. Ich brauche jemanden, der mir erklärt, wie ich ein BMC-Update mache. Ja, ich muss, glaube ich, einen Webserver anschmeißen. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht so das Problem. TFTP, dann noch schlimmer. Vielleicht steht das, Moment, das steht doch hier bestimmt im Handbuch drinne. Guck mal hier, Login-Page. Update. Wie macht man ein Update? Hier, Update. Update. Nein. Remote Control Maintenance. Firmware Update. Also. Hier habt ihr jetzt endlich mal wieder schönen Stream mit Business Enterprise Server Hardware. Und seht ihr, was das für ein... dass das alles Jahrtausende zurück ist. Okay, also... This wizard takes you to a reset of... Enter update mode to upgrade the current firmware. Image transfer. The page is used to configure firmware image port. Das ist also viel hilflos, unhilfreicher kann so ein Handbuch nicht sein, oder? Was steht auf dem Button unten rechts? Enter Update. Preserve Configuration. The server IP address of the firmware image is stored. An IP address... Ja, okay.
Full Pass Firmware werde. Das heißt, ich muss einen Webserver starten mit der Firmware. Okay, okay. Das, okay, jetzt wird's aber langsam echt altertümlich. Also, machen wir neu. Da, FW Update. Move das Ding nach FW Update. FW Update, unzip. Das FW Update. IMA. IMA ist auch eine Endung, die ich für Image Files noch nie gelesen habe. Aber die S-Rock China Chinesen werden es schon wissen. So, und jetzt machen wir da einen Webserver auf. Auf Port 80. Ich trau da. Permission denied. Okay, 8080. Okay, also. Haben wir einen Webserver laufen auf. Ich sehe schon. Das wird ein größerer Akt, bis es funktioniert. Alles klar. Also hier auf Port 8080 haben wir ein Image-File liegen. Alles klar. Okay. Ich prick das Ding jetzt bestimmt und danach geht gar nichts mehr. Mach mal $File auf die Firmware. Was? Ach so, du meinst, ich soll mir anzeigen lassen, was es ist. File. Data. Alles klar? Data. Binary Shit ist es. Server Address. Leute, ich klicke jetzt einfach mal auf Firmware Update. Ich klicke jetzt einfach mal auf Firmware. TFTP mache ich nicht. Also, was soll da angeblich passieren? Das ist Scam. Ich kann da überhaupt nichts eintragen. Lädt er sich das jetzt aus dem Internet runter, oder was? Okay, Enter Update Mode, okay. Ach, Uploading Firmware Image, das kommt dann noch. Das kommt jetzt erst noch. Ah, mein Gott, das ist ja der also ganz ehrlich, ich glaube, das ist der mit Abstand verkackteste, das mit Abstand verkackteste, was ich je gesehen habe an Updates. Okay, wo muss ich jetzt hin? Downloads, FW Update, IMA. Oder das ZIP. Was lade ich denn da hoch, Leute? Das Image oder das ZIP? Steht das paar Seiten weiter in der Doku? Weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht tue ich dir noch Unrecht. Nee. Die Doku ist zu Ende an der Stelle. Da kommt nichts. Nein, das war's. Das ist die komplette Doku, die wir uns angeguckt haben. IMA Upload. Rasiererwerbung bekommt. Nice. Höchstgeschwindigkeit. Oh, guck mal, es hat funktioniert. Verifying. Wahrscheinlich jetzt gleich failed. Verified failed oder irgendwas. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Tatsächlich. Has been verified. Von 13 auf 16. Proceed. Flash Champ am Start. Oh Leute, es dauert ein bisschen. Schnell Strom ziehen. Das wäre jetzt, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, Strom abziehen. Weil, wie ihr seht, das hat ja auch kein Dual-Netzteil oder so. Ach, geh mal fort hier. Das hat ja kein Dual-Netzteil. Das hat so ein, hat ein ganz normales Desktop-Seasonic-Netzteil drin. Aber Platinum-rated.
Wo sind die Versionen 14 und 15? Tja, die gibt's auf der Webseite nicht zum Downloaden. Es gibt bloß 16. Huge Highspeed, Highspeed Update Champ hier. Ich lass mal das Fenster kurz in Ruhe. Wo sind wir denn hier gerade stehen geblieben eigentlich? Hier. Also. Download. BMC. So, was haben wir denn hier zu bieten? Ja, es gibt nur das. Es gibt nur von 2017. Gibt es ein Firmware-Update. Und angeblich ist dann die Java-Compatibility improved. Direkt noch ein BIOS-Update hinterher machen. Oh, wir wollen es mal nicht übertreiben, oder? Oh, guck mal. Improved for Intel Spectre und Meltdown-Bug. Das sollten wir vielleicht noch installieren, hä? Okay, noch please. Device has been reset. Device has been... Please close this browser session. Open new browser session. This may take about a minute to boot up. Weil die könnten im Hintergrund ja checken, ob es wieder da ist, aber das war, glaube ich, zu viel verlangt. Kanal wetten, ob es tut. Nein, das tut. Also wenn ein offizielles Firmware-Upgrade über den offiziellen Assistent den Server kaputt macht, dann weiß ich auch nicht. Übrigens, lustig, oder? Wie oldschool dieser ganze Kram immer ist. Und ich kann euch sagen, das ist bei aktuellen Dell-Servern zwar besser, aber du kommst dir auch nicht vor wie im Jahr 2022. Generell, so Server-Zeug ist immer, du kommst dir da immer vor wie 20 Jahre zurück. Es wird jetzt eh noch gleich lustig, gleich muss ich per Java auf das Management, also auf die also auf das Remote Desktop-Ding von dem Teil drauf. Auch nicht funktionieren. Na, aktuell tut da nix. Aha, ist wieder da? Nein. Oh, es geht wieder? Nee. Ja, was denn jetzt? Der braucht noch zum Booten. Der ist nicht so schnell mit Booten. Ach, da ist er schon wieder hier. Excellent. Login. Da sind wir wieder. U-Information. Immer noch. Wir haben immer noch 2012. Ja, das stimmt. Die Dell iTracks sind auch HTML5. Das stimmt. Also den Satz verstehe ich nicht. Kannst du nicht einfach die App vom Server nehmen und... Meinst du App? Nicht App? Meinst du App, die App vom Server nehmen, das per Browser ein... Nein. Das ist im Business Enterprise Server Umfeld gibt sowas nicht. Das ist zu benutzerfreundlich. So. Kann ich das jetzt aufmachen? Open. Wine Browser. Nicht wirklich. Was brauche ich? Java Webstart hieß das, ne? Nein. Arch Wiki JL. Wie hieß? Zack. Wie heißt dieser Kram, den ich da runterlade? JNLP-File. ArchWiki. JNLP. Mit dem Internet Explorer. Das ist tatsächlich... Wine über Internet Explorer. Leute, ihr seid so Fivehead. Java... Was? Java Iced Tea brauche ich dafür. Java WS. OpenStreetMaps, nein. Was? Iced Tea? Das da? Monka S. Und jetzt? Iced Tea Webstart, Leute! Das funktioniert doch im Leben nicht. Oh, es ist Java! Digital Signature has an error, egal. Trust, run.
Wie, das geht jetzt einfach? Einfach so? Ich meine, es sieht aus wie aus dem letzten Jahrtausend, aber es funktioniert. Okay, nice. Okay. Server, power on. Yes. Oh, Leute. Mist, ich habe euch nicht schnell genug drangehalten. Der Lüfter ging gerade ab, wie sonst was. Der Lüfter hat gerade... Das ist einen halben Zentimeter hochgeflogen, das Gehäuse. System initializing. Okay, ich darf nicht... Okay, Leute, einmal resizen und nie wieder. Einmal resizen und nie wieder. Mehr resize geht nicht. Bootmenü. Ah, F11. Haha. Bootmenü. Ich mach mal den USB-Stick dran. Ach so, wir wollen auch noch ein BIOS-Update machen. Tatsächlich, stimmt. Wie macht man denn ein BIOS-Update? Wie macht man ein BIOS-Update? Okay, next. Nächste Frage. BIOS-Update. BIOS Instant Flash oder von DOS oder Windows aus? Okay, wir machen Instant Flash. Global. Wenn man dafür einen USB-Stick braucht, sind wir gefickt. Wobei, wir können das einfach hier drüber mounten, das Firmware-Update. BIOS. Nee, das ist G-Bait. BIOS Update. S-Rock Instant Flash. You can press F6 key during post or F2 key to enter BIOS Setup. Enter Setup. Okay, wir machen BIOS Update. Auf geht's. Advanced. Wie könnte ich da jetzt ein BIOS Update machen? Jemand eine glorreiche Idee? Instant Flash. No image files detected. Kann man hier BIOS Update machen? Nee, oder? Ich muss das BIOS-Update wahrscheinlich runterladen und dann anhängen über das Remote-Management. Was, man kann das hier drüber machen? Wie? Wo? Maintenance? Wo denn? Firmware-Update? Das ist das BMC, das ist nicht das BIOS. Maintenance? Der Chat wieder. Der Chat erzählt wieder Dinger, wovon er keine Ahnung hat. Das ist wieder ein typischer Twitch-Chat hier gerade. Du kannst es aber nicht hier hochladen. Hier drüber machst du Firmware-Update vom nicht vom BIOS. Hier drüber machst du Firmware-Update von dem Management-Interface. So, aber hier geht das. Instant Flash. So. Wo ist das hier? Instant Flash. How to update. Ach, das hatten wir ja schon. Nein, das ist für beides. Chillfreak, du kannst hier nichts hochladen. Oder meinst du, ich soll das gleiche hier drüber nochmal machen? Nee, das kann's nicht sein. Save Wifi-Files in den USB-Storage-Device. Genau das gleiche beim BMC. Okay, Chat, ich mal gucken, ob man dem Chat trauen kann. Das testen wir jetzt. Download, okay. Leute, wollen wir aus China downloaden oder global? China-Chinesen-Download. Da sind wir. Eins hoch. Aus China direkt. Das ist wieder was anderes jetzt. FW-Update. Ups. Hat das jetzt gemacht? Ja. Unzip. Ah, die gute alte .30-Datei. Da weiß man Bescheid. Okay, Chat. Ich glaube euch jetzt einfach mal.
Enter Update Mode. Ich mach das jetzt mal, was der Chat sagt. Okay. Schauen wir mal. Ich tippe ja nicht drauf, dass es funktioniert, aber... Ich höre mal auf den Chat. Ansonsten hätte ich es jetzt über das BMC, also über dieses Remote-Ding eingehängt und über USB geflasht. Aber ist die 30-Datei dann auch Data? Das ist eine gute Frage. Die ist Intel Serial Flash for PCH-ROM. Okay, das scheint tatsächlich sowas wie ein BIOS zu sein. Ah, yes. Obvious, obvious. Hexdump minus C. Ja, klar, alles. Okay, alles klar. Verstanden, kein Thema. Und jetzt danach noch eine Runde. Oh, jetzt alle Hack. So, Update Firmware. 30. Ich brick jetzt wahrscheinlich meinen Server damit. Siehste, Chat, Chill Freak, was erzählst du für Zeug? Stimmt nicht. So. Device has been reset. Jetzt müssen wir auf ein Reboot warten. Sehr gut. Dann hört man einmal auf den Chat. Und schon ist der Server halb kaputt. Vielleicht die falsche. Natürlich habe ich die falsche Datei runtergeladen. Ich habe die Datei runtergeladen, wo mir der Chat gesagt hat, welche ich runterladen soll. Obwohl ich schon sofort meine Bedenken geäußert habe, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. So, jetzt müssen wir warten, bis das Ding wieder gebootet ist. Pinkt noch nicht mal. Chat-driven BIOS-Flashing, genau. Boah! Ihr hört es nicht rauschen, oder? Ihr habt es nicht rauschen gehört eben, oder? Ihr habt es nicht rauschen gehört, weil ich raus... Nein, ich habe Rauschunterdrückung drinne. Ich habe doch hier Big Brain AI Rauschunterdrückung. Filters. AN-Noise. AN-Noise erkennt das. Ich mach mal AN-Noise kurz aus. Jetzt müsstet ihr es hören. Warte mal, ich halte euch mal dran. Der geht ganz schön ab gerade. Der geht ganz schön gut ab. Fast so wie die PS4. So, wo ist denn meine Rauschunterdrückung? Die machen wir wieder rein. Gut. Login. Okay. Launch. Open. Der ist ganz schön am Pusten, der Gute hier. Ach so, run. Da sind wir wieder. Okay, Pog. Also Instant Flash. Das heißt, wir müssen das mounten irgendwie. Wie mountet man hier ein Image? Remote Control. Media. Virtual Media Wizard. Browse. Oh, das sieht alles so modern aus, Leute. Downloads. FW Update. Nein, nicht immer. Immer ist falsch. Wir wollen 30. Punkt 30 wollen wir haben.
Wobei, das wird da so nicht funktionieren, oder? Nee. Wie kriegen wir die Datei denn jetzt darüber? Doch USB-Stick. Ich mache einen ISO. Leute, wir machen einen ISO. Wie geht denn das? Create ISO Linux. Okay. Lass uns das jetzt erklären. Mhm. Go to Terminal Screen. MKISOFS. Output Temp. Okay, okay, okay. MKDIR, keine Ahnung. ISO LUL. MV. 30 nach ISO LUL. Und jetzt machen wir, CD.ISO aus ISO LUL. Okay, wir haben ein ISO am Start. Nice. Du brauchst ein FAT32, denn ISO tut nicht einfach so. Ach, come on! Ernsthaft? Ich probiere das jetzt trotzdem. Media, Virtual Media. FW. Ich habe keinen USB-Stick, mit dem ich das machen kann. Ich habe nur einen USB-Stick und da ist schon Unraid drauf. FW-Update. ISO. Wie ein ISO kann ich. Ich kann nur ein Image machen, kein ISO. CD-Image. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Device redirected. Instant Flash. No Image File. Nee, nee, das geht nur über USB. Disconnect. Hm. Okay. Okay. Das, jetzt müssen wir kreativ werden. Jetzt müssen wir kreativ werden. Wie kriegen wir das BIOS-Update? Create. Instant Flash hieß der Kram. Over BMC. Ah, der Chat. Chat ist am Start. Okay. Leere Datei erstellen. Loopback mounten. MKFS FAT auf Loopback. Mount und Datei reinkopieren. Dann kannst du es in BMC mounten. Okay. Also quasi sowas wie Touch lull.image. Mount. Oh, was weiß ich. Mount Loopback. Mount-O Loop. So, genau. Die Datei muss eine Größe haben. Muss ich das zuerst DD'en oder was? DD IF gleich dev 0 OF gleich null image block size gleich 4096 und count gleich, ja, wie groß machen wir das Ganze? 200. So. Und jetzt ist das Ding 800 Kilobyte, das ist vielleicht ein bisschen klein. So. 78 MB sollte reichen. Okay. So, und jetzt Mount Lull Image, das muss man als Root machen. Mount Image nach Loop. Mount Image nach MNT. Ja, ja. Was? Fail to setup loop device for. Wie mache ich denn das richtig? Sudo? Nee. MKFS FAT auf Lull Image. Hat funktioniert, okay. Jetzt konnte ich es auch mounten. Nice. Okay. Und nu müssen wir da drauf
dieses Image kopieren. Das Image oder das ZIP? Leute, was müssen wir... Wo ist es denn hin? Und ZIP? Okay, CP, D, 41, D, 41, 30, nach MNT. Permission denied. Ah, muss ich das noch read-write mounten jetzt? So, das macht man so oft, Leute, Muss ich das noch read-write mounten? Warum immer ZIP? Ich weiß es auch nicht. Loop. Boah, meine Güte. Linux, Mount, Image, RW. Muss ich da, kann ich einfach sowas machen wie RW? Ah, Moment, ich bin falscher User, ne? Ja, das funktioniert. Okay. Also CP, das da, dahin. Okay, da ist es. Und jetzt einfach anmounten und gut ist. Kann man das irgendwie so öffnen? Lull.image. Nee. Okay, wenn das jetzt funktioniert, dann beiße ich mir in den Arsch. Also, im übertragenen Sinne, ja. Okay. Wir mounten das. Lull-Image. Connect. Oh, oh. Fuck. No Image. Ich muss bestimmt nochmal neu. Starten, ne? Ich muss... Stimmt, ich muss da eine Partition. Muss ich den noch partitionieren richtig davor? Reboote mal. Gibt's das einen Reboot-Knopf, dass ich nicht einen ausschalten muss? Power. Restart Server. Power Cycle Server. Yes. So, was schreiben die hier nochmal auf ihrer Seite, wie es funktioniert? War nix. S. Rock. Rack. Oh, war ich jetzt zu langsam? Habe ich vergessen, was zu drücken? What the fuck, geh weg. War ich zu langsam, was zu drücken? Nee, das kommt jetzt noch, ne? Er liest was vom USB-Stick? Bootet er jetzt Instant Flash oder was macht er? Doch, ich habe einen SD-Kartenleser. Ah, ne, hier. F2. Hallo? Okay. Wo war das jetzt? Leute, wo war das jetzt nochmal mit Instant Flash hier? Aha! Enter! Oh! Was habe ich jetzt gemacht? Was war das jetzt? Processing Crashless Feature? Was? Leute, habt ihr erkannt, was da stand? Ich glaube, der hat mein Enter-Drücken irgendwie falsch interpretiert. Processing Crashless Feature. Was ist ein Crashless Feature? Crashless. Das könnte ein neues Buzzword werden. Okay.
What in slow motion? Ja, das dauert eh kurz. Was soll denn... Das könnte ein neues Buzzword werden. Und sind eure Programme auch schon crashless? Okay. Das war so schnell, das kam noch nicht mal im Stream durch. Nicht genug nicht genug FPS. Rescan war das, okay. Alles klar. Irgendjemand hat's gefotografiert, nice. Programming success. Press enter to reboot system. Alles klar. Wird gemacht. Ach, guck mal, jetzt haben wir einen Meltdown-Fix oder so. Ich disconnecte das mal. Und jetzt sollte der ja eigentlich booten und sagen, es gibt kein Betriebssystem da drauf. Na dann. Schauen wir mal. Hilft dem Stream mit MPV aufzuahmen. Pfeifert. Was genau macht es da? Oh, guck mal hier, sieht schon viel moderner aus jetzt, Leute. Guckt euch das mal an, mit Logo. Okay, jetzt rebootet er. Ah, okay, der rebootet einfach immer, wenn er nichts booten kann. Okay, dann mache ich mal kurz den Unraid-USB-Stick dran. Jetzt muss ich schnell drücken. Bootmenü war F11, ne? F11, Bootmenü. Hallo. Entering Bootmenü. Nice. So, Serveroberflächen müssen immer laggy sein. Das geht nicht anders. Kingston. Kingston DT. Map Partition 1. Da wollen wir booten von. Unraid OS. Da sind wir. Nice. Pock. Pock Champus. Gibt's das? Pock Champus? Tatsächlich. Gibt Leute, die schon Emotes gemacht haben. Das war ja klar. Wundert mich nicht. Gut. Wir haben es geschafft. Server-Update. Alter, Leute, hier wird's richtig warm im Zimmer wegen der Kiste hinter mir. Jetzt ist natürlich die Frage, ist jetzt das Betriebssystem da drauf auch crashless? Intel 10 Gigabit Network Connection. Probed. Alles klar. Nice. Er hat probed. Mit dem Crashless Patch sind alle Crashless. So mag ich das. Der ist ganz schön langsam beim Starten. Login, okay. 2.128.
Ach nee. Ich dachte schon. You got jebaited. You got jebaited. Ich dachte schon, aber wir wurden gar nicht jebaited. Das heißt, ich kann es jetzt ausmachen. Nice. Okay. Sehr schön. Also, was haben wir hier zu bieten? VMware is missing. Ja, das ist okay. Also, ich habe drinne in der Kiste 10 Terabyte zweimal 10 Terabyte und zweimal 64G SSDs. Airflow. Failing now. Was? Wird es zu warm oder was? Hä? Ich meine, 24 Grad erscheint mir jetzt ehrlich gesagt absolut in Ordnung. Jetzt dreht er wieder voll hoch. 25 Grad, eindeutig zu heiß, ja. Dashboard, was gibt's sonst noch? Guck mal hier. 8 CPUs. Ne, 16 Kerne mit Hyper-Threading, aber in Wirklichkeit sind das nur 8 CPU-Kerne. Also für 2016 war das Ding richtig Pock. Was hat er jetzt für Schmerzen mit der Temperatur? Error. Ach, deswegen hier. Airflow Temperature von Dev 3. Hä? Ich glaube, das ist... Jebaited? Und was sagt mir das jetzt? Disk Temperature 75 Grad. Ja, wunderbar. Aber die Disk Temperature ist ja 25 Grad. Okay, also, was macht man da jetzt? Wie gesagt, ich habe einmal das in der VM gestartet, das war's. So, also, was kann ich denn jetzt hier machen? Ich habe da ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan von. Also, Parity Disks. Also kann ich jetzt zum Beispiel sagen, die Platte und die Platte, ist das jetzt so eine Art RAID 1 oder sowas? Oder ist das... 20T? Nee. Was ist das jetzt? So muss ich das wahrscheinlich machen, oder? Wrong. Wrong. Was hast du für Schmerzen? Airflow Temperature? Du musst erstmal ein Array erstellen. Ja, das mache ich doch hier, oder? Oder kommt er damit nicht klar, weil ich da schon mal eine VMware-Disk dran hatte? Es ist gar kein Raid, deswegen heißt es Unraid. Ja, 5 Head Time. Wie krieg... Missing, disabled, Contents... Alter, was willst du mit meiner Airflow-Temperature? Airflow Temperature ist 26 Grad, ist viel zu warm, ja, sehe ich auch so. VMware Disk is missing, wie krieg ich ihn das abgewöhnt, dass er das ignorieren soll? Gar nicht, hä? 4 Disks. Delete Array. Aber wenn ich hier sage, das da, dann mag er nicht. Parity. Was? Tools? Tools und dann was? New Config? Was ist das?
This is a utility to reset the array disk configuration that all disks appear as new, as if a fresh server. Yeah. Okay. Yes. Okay. Dann. Ah. Alter. Okay, was der mir sagen möchte mit meiner Airflow Temperature ist mir unbegreiflich, aber okay. Okay, wir haben eine Diskplatte, eine Parity-Platte. Das ist dann quasi sowas wie Raid 1 wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch. Rate ich jetzt einfach mal. So, guck mal, ich hab aber noch zwei 64G SSDs. Kann ich die irgendwie als Cache nehmen? Kann ich die irgendwie als Cache nehmen, dass es schneller wird? Die SSDs? Vielleicht wenn ich hier auf mehr hochgehe, dass es da irgendwie die Auswahl für Caches gibt? Nee. Add Pool. Cache. Slots 2. Add. Ah. Okay, jetzt habe ich 264. Die SSDs sind übrigens nicht sonderlich schnell. Das sind alte Server-SSDs. Also sprich... jetzt habe ich 10 Terabyte, RAID 1 und ein Cache-Pool. So, das ist mein USB-Stick. Das bringt nichts. Okay. Start. Proceed. Also die Warnung gehen wir echt auf den Sack, wenn er meint, dass 26K... Was jetzt? Okay. Hä? Unmountable, unsupported partition layout. Okay. Muss ich das jetzt formatieren? Yes. Ich formatiere. Ich meine, da ist eh nichts drauf, was ich bräuchte. Start formatting. Dann gib ihm mal. Ja, die Airflow Temperature ist schon krass. Hat das Ding die Möglichkeit, dass man die Lüfter kontrolliert? Also hat es ein Plugin für Sensors? Hat das was für Sensors? Dass ich die Lüfter regeln kann? Weil der Server geht mir gerade voll auf den Sack. Oder ich muss im BIOS noch mal rumstellen. Ja, LM-Sensors, genau. Okay. Ist der jetzt fertig? Warum macht er denn BTRFS auf den Cache? Hat das irgendeinen Sinn? Und warum ist die Hälfte used? Warum ist die Hälfte von meinem Cache jetzt used? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Hier steht, was der Airflow ist. Okay. Zeig her. Clever. Fehler. Ist es ein Risiko? Was ist denn das für eine Seite? Das ist doch irgendein Stack Overflow Crawler. In der Vergangenheit haben ihre Laufwerke Lufttemperatur von 360 Grad gemessen. Die Antriebe melden aktuell Temperatur. Ja. Ja und weiter? Jetzt ist doch alles in Ordnung.
Installier mal Community Applications. Warum soll ich irgendwelche Community Applications installieren? Ich guck mir das jetzt erstmal an. Mit dem SSD-Cache wird Monero für Unraid gemeint. Ja, ja, ganz bestimmt. Also wenn die das wirklich machen, ist es das Erste, was ich rausschmeiße. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Weil die wollen ja Geld dafür. Gut, war's das jetzt? Das war's, oder? Mehr muss ich nicht machen. Jetzt habe ich einen Cache. Der macht jetzt ein Parity Rebuild. Das dauert ein wenig. Wie sieht das doch fertig, angeblich. Angeblich ist er doch durch. Nee, read from. Was macht der denn da? Used. Free. Nee, der ist doch. Ohne die Community Applications ist Unraid useless. Ja, ich will mir das trotzdem erstmal so angucken. Siehe unten. Wow! Was zum? Aber man kann es trotzdem verwenden, oder? Was macht der da überhaupt? Ich meine, die Platten sind leer. Kannst du canceln? Okay, canceln. Wie cancelt man das? Cancel. Cancel. Bam. Weg damit. Alles gut, passt. So. Okay, wir machen. Jetzt muss ich erstmal die Geschwindigkeit testen. Jetzt test, guck mal erstmal, wie schnell. Ich meine, am Server selbst sollte das nicht liegen. Wir haben einen ordentlichen Cache. Wir haben 210 Terabyte Platten drin. Schauen wir mal. Ich habe eine 10 Gigabit Adapter hier bei mir drin. Also schauen wir mal. Also, was haben wir denn hier? Wie legt man denn einen Windows Share an? Share. Users. So, wo sehe ich denn überhaupt meine Platten jetzt? Shares. App Data? System Data? Ah, hier kann man, hier ist ja nichts drauf. Okay, Shares. Der macht kein Raid. Ja, aber ich habe doch einen Cache. Ich habe doch einen Cache, deswegen sollte das schneller gehen. Okay, Add Share. Lulw. Commons, braucht man nicht. Use Cache Pool. Yes. Select Cache Pool. Cache. Enable Copy on Write. Ich lasse einfach Steine. High Watermark, was auch immer. Ich lasse einfach alles, so wie es ist, oder? Add Share. Und welches Verzeichnis? Und welches Verzeichnis nimmt er jetzt für den Share? Einfach komplette Disk, oder wie? Share Name. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt in mein Windows gehe. Was? Nein. Kein Sega, was ich mir jetzt angucken will. Nee, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Explorer muss ich aufmachen. Der Chat wieder. Oh. Aha. Lulw, da sind wir. Okay. Lulw. So, wie testen wir jetzt mal, wie schnell das ist? Wir kopieren ein Image rüber. Wir kopieren ein Image. Und zwar E Unraid VHD. Das ist meine. Das ist die Test-VM, die ich erstellt habe. Genau. VMs. Jubuntu 21 kopieren wir. 25G.
Das müssen wir kopieren. Copy. Moment, habe ich über... Gehe ich überhaupt über Gigabit? Sekunde. Moment, ich muss mal kurz hinten an meinen Rechner gucken. Nicht, dass ich nur über Gigabit dran bin. Ich bin da über Gigabit. Warum habe ich das? Ich bin nur über Gigabit. Warum habe ich denn das hinten an meinem Rechner umgestellt? Wo sieht man das in Windows denn jetzt gescheit? Linktransfer? Intel? Okay. Warum bin ich nicht über 10G? Moment, Leute, ich bin gerade verwirrt. Warum bin ich nicht auf 10G? Ich habe mich doch mal über 10G angestöpselt. Weil? Warum? Warum? Gab's damit vielleicht Probleme? Gute Frage. Ich hätte wetten können, ich bin über 10G angestöpselt. Warum bin ich über 10? Das Problem ist, ich kann das jetzt nicht umstöpseln. Wenn ich jetzt umstöpsel, geht das Stream aus. Leute, ich muss mal kurz gucken. Vielleicht kann ich es zusätzlich noch anstöpseln. Wartet mal, wo ist... Weil ich weiß genau, wir haben das ja hier zusammen mal getestet. 10G, das weiß ich noch. Und da hatte ich mich auch per 10G angestöpselt. Wartet mal, ich muss mal kurz... Weil es kann sein, dass zwei das Netzwerk haben. So, ich habe jetzt ein schön langes 10-Meter-Kabel geholt und das stöpsel ich jetzt mal dran und dann hinten an meinen Switch. Ich weiß gar nicht, warum ich das weggemacht habe. Sehr merkwürdig. Okay, na gut. Ich stöpsel es mal kurz hinten an meinen Rechner dran. Leute, ich bin mega verwirrt. Das Kabel passt nicht mehr in den Netzwerkanschluss.
geht denn sowas? Hä? Wartet mal, das muss ich mal kurz... Ich muss mal kurz Licht holen und hinten an den Rechner leuchten. Moment. Da ist Urlaub wegen Dark Knight. Ich muss montags nie arbeiten. Da ist von diesem Abdeckungsding vom Mainboard ist eines dieser Festhalteclips in den Port gerutscht. Jetzt müsste es funktionieren. Ich stöpsel es jetzt mal an meinen Router dran. Oder besser gesagt an meinen 10G-Switch. So, hat sich was getan? Habt ihr irgendwas gesehen, wo ich es eingestöpselt habe? Aha! Connected. Mein Gott, warum ist dieses Windows-Netzwerk-Settings-Ding so abartig beschissen gemacht? Wo sehe ich denn jetzt, wie viel's... Hier. Gesynkt Gigabit. Gesynkt Gigabit. Hä? Das war doch vorher auch schon connected, oder? War das vorher nicht connected? Not connected. Den brauche ich. Den brauche ich. Okay, Sekunde, Leute. Habe ich jetzt ans Falsche gestöpselt, Zack? No Internet, okay. Connect. Mit. Warum? Alter. Jetzt müsst ihr das nochmal checken. Connected Identifying. Leute, könnt ihr mir mal erklären, warum das so beschissen gemacht ist in Windows? 10G! Ja! Ja, wunderbar! Wir sind mit 10G connected. Alles klar. Wunderbar. Excellent, excellent. So, wie erkläre ich dem jetzt, dass der gefälligst diese Verbindung nehmen soll für die... für das zum Kopieren? Ja, so schlau ist er nämlich nicht. Wie sage ich dem jetzt, dass der jetzt über diesen Brio ändern im Adapter? Ja, aber dann geht mein Stream kaputt, oder? Kann ich nicht einen Routing-Eintrag machen? Anderes Kabel ziehen, dann ist der Stream aus.
Sollte das Stream nicht reconnecten? Leute, wir probieren das. Ich ziehe das Kabel jetzt. Wir testen es jetzt. Ich ziehe jetzt mein Kabel. Achtung. Schauen wir mal.